Tip-Off zum ersten EM-Qualifikationsspiel der deutschen Herren-Nationalmannschaft in Hagen am 18.08. Und wir sehen gleich einen unwiderstehlichen Per Günther, starker Zug zum Korb. Aber auch die Luxemburger wollten sich hier nicht als Kanonenfutter präsentieren. Und das zeigt Christopher Jones mit einem Stil und einem entsprechend starken Abschluss. Dennoch das erste Viertel mit 25:10 an die deutsche Nationalmannschaft, die dann im zweiten Viertel durch Dreier von Robin Benzig und anschließend von Luca Steiger aus ungefähr der gleichen Position zum erfolgreichen Abschluss kam. Luca Steiger dabei eng bedrängt, aber durch die 24-Sekunden-Uhr zum Wurf gezwungen, erfolgreich durch die Reuse. Auf der anderen Seite immer wieder auffällig Christopher Jones, der hier einen schönen Pass ansetzt, hat jedoch leider nicht ganz zum Abschluss kommen kann. Die erste Halbzeit endete mit 46:27 für die deutsche Nationalmannschaft. Und dann kam die Phase des eben schon angesprochenen Christopher Jones. Drei Dreier hintereinander. Wir sahen eben den letzten von ihm. Aber die Deutschen standen da nicht hinterher. Schwedhelm ebenfalls erfolgreich mit einem Dreier. Und auch Robin Benzig kann stehlen und stopfen. Starker Dreier hier. Hohe Intensität immer noch. Und dann auf der anderen Seite Tim Olbrecht mit dem abschließenden Korb. 101:93, drei seiner 12 Punkte, ebenso wie Luca Steiger und Mike Zirbes 12 Punkte erzielt haben. Topscorer war Robin Benzig mit 17 Punkten und wir sehen uns wieder am 5.9. zum Spiel gegen Bulgarien in Trier.